Windsor Cellars, the Duke of Keyboards, and the Sophie Rich-Jones Orchestra. Vielen Dank, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Woche hier im Goethe-Sänger. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder bei uns zu Gast sind. Auch Sie werden sich am Wochenende die eine oder andere Träne nicht haben verkneifen können. Das sind bereits zwei Infinitive kurz hintereinander zu Beginn der Sendung. Nicht haben verkneifen können. Sophie Rhys-Jones und nicht Rhys-Jones. Sophie Rhys-Jones und Edward, ich glaube, der Ring klingt Windsor, haben den Bund fürs Leben, wofür denn sonst, geschlossen. Es war fantastisch. Ich habe teilweise hinter meinem Tränenschleier nichts gesehen. Es war auf allen Kanälen zu sehen. Rolf Selmann Eggebert, Rolf Czerno Jobatai, Rolf Nina Ruge, Rolf Frauke Ludwig, überall. Mensch, guck mal, hier bei RTL fahren sie in der Kutsche, im ZDF fahren sie in der Kutsche und in der ARD fahren sie auch in der Kutsche. Tolle Sache. Sophie Rhys-Jones, die königliche Familie, zeigte sich, ja, Leute, volksnah. Alle waren gut gelaunt und das Tolle, 3 Tage alt und noch immer hat die Ehe Bestand. Wir gratulieren. Ja, das ist. Und haben Sie es gesehen, als Prinz Edward, wie Rolf Selmann-Eggebert sagt, als Prinz Edward Sophie den Ring über den Finger. Das ging nicht so ohne weiteres, oder? Viele dachten schon, schlechtes Omen. Nein, der Ring geht eben ein bisschen schwieriger, aber endlich mal eine Braut ohne Essstörung. Das ist wie bei Hänsel und Gretel mit dem dünnen Fingerchen. Sophie Rhys-Jones durfte ja kein so ganz weißes Kleid tragen. Wir beim Fernsehen haben das ja auch. Wenn das Hemd weiß aussehen soll, wird es einmal durch den Tee gezogen, damit es für die Kamera weiß aussieht. Und das Kleid von Sophie war, ich würde sagen, cremefarben. Sie durfte nicht mehr ganz, denn weiß ist die Farbe der Unschuld. Und wir alle haben dieses unschöne Foto sehen müssen. Ja. Mein Gott, ja. Also dieses Cremefarben. Und viele haben sich gefragt, okay, wenn schon bei Sophie, die in jungen Jahren mal wirklich die Miep hat zeigt, ja, was wird Camilla Parker Bowles tragen? Eine Pferdedecke? Viele sagen, Sophie sieht Diana so ähnlich, man musste Elton John knebeln, damit er nicht schon singt. Wir haben heute Abend Traumgäste, denn Sie wissen, wir sind die Sendung, in der die Soapstars ein Zuhause haben. Wie werden diese Superstars oft in ihren Sendern behandelt? Oder durch die Kulissen gehetzt den ganzen Tag, jeden Tag neue Texte. Wir sagen, kommt zu uns, hier könnt ihr euch ausruhen, hier ist man happy, dass man euch sieht, denn unser Publikum ist auch eures. Haben die Gäste jetzt gestimmt? Nein. Unser Publikum ist auch. Entschuldigung, ich habe mich in der Geste geirrt. Unser Publikum ist auch eures. Bei uns heute Abend zu Gast ein Mann, der so fantastisch aussieht, dass es vielen die Pupillen aus den Höhlen treiben wird. Sie kennen ihn alle, er war lange Zeit der Frauenschwarm in Verbotene Liebe. Dann ist er dort ausgestiegen und jetzt moderiert er ein Magazin, das für mich als Gebissträger gar nicht einfach auszusprechen ist. Man schreibt es AXN und ich habe gesagt Achsen. Ja? Und normalerweise moderiert sowas bei Sat.1 Otti Fischer. Ja? Grüß Gott beim Achsenwirt. Jetzt soll ich mir sagen, nein, das kommt doch aus Amerika. Das heißt Action. Action. Sie kennen das, man schreibt auch zum Beispiel U2. U2, alles abgekürzt, oder X-Mass.
Weihnachten, Christmas, Xmas. Und das Magazin bei Sat.1, 6 Tage die Woche Fun-Sportarten. Runterspringen, Bungee, auch mit Seil und so weiter. Irre. Und, glaube ich, sagen, heißt Action, geschrieben AXN. Meine Damen und Herren, bei uns heute Abend zu Gast Hakim Metsiani. Action, wieder der Actionturm. Im Ohren Actionturm. Und mein zweiter Gast kommt aus der erfolgreichsten Daily Soap der Welt. Gute Zeiten, noch bessere Zeiten und manchmal auch schlechte Zeiten. Unser befreundeter Sender RTL sendet diese Serie rund um die Uhr täglich und sie ist seit Oktober 97 dabei und spielt dort Cora Hinze. Cora Hinze, liebe gute Zeiten, schlechte Zeiten Fans. Heute haben wir uns zu Gast Nina Bott. Wir feiern in diesen Tagen das Jubiläum 80 Jahre Klimaanlage. Okay, die Zeit haben wir nicht. Ja, Moment. 80 Jahre Klimaanlage. Die erste wurde, und jetzt raten Sie mal mit, wir haben 99 und wenn wir 80 Jahre feiern, wann wurde die erste installiert? Sehen Sie, 1919. Jeder kann bei uns was wissen. Jeder kann bei uns was wissen, ja. In einem Filmtheater in Chicago. Nicht Chicago, sondern Chicago. Chicago. 80 Jahre Klimaanlage. Die erste Klimaanlage in Chicago war schwarz und hatte ein Palmwedel in der Hand. Ja. Klimaanlage, oder wie sie bei uns in Deutschland genannt wird, Tippsenkühler. Wie heißt eigentlich Klimaanlage bei euch, liebe Ossis? Richtig, Fenster. Ich sage jetzt, zum ersten Mal, meine Damen und Herren, bin ich heute Abend von Stolz überwältigt. Wir hatten vor einigen Tagen den neuen Superstar der Soap Unter uns zu Gast. Verwechseln Sie Unter uns bitte nicht mit Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und Verbotene Liebe oder gar mit Marienhof. Ja? Der neue Superstar dort heißt Marc Conrad. Und sein Video, ganz verrückt, ging von 0 auf 24 und mittlerweile ist es auf Platz 10. Und auf Wunsch der Videoabteilung von Sat.1 in Berlin, aller 130 Mitarbeiter der Videoabteilung von Sat.1 in Berlin, zeigen wir noch einmal einen tollen Ausschnitt dieses unglaublichen Erfolgsvideos, das bei uns gestartet wurde. Du bist ein heller Stern, der für mich vom Himmel fällt, so nah und doch so fern. Du bist nicht von dieser Welt, es ist wie Hexerei. Komplett den Kopf verliert, ich lass dich nie mehr gehen. Ganz egal, was auch passiert, du bist ein Stück vom Glück, komm in mein Leben, du machst mich ganz verrückt. Tolle Nummer, geben nicht nur ins Ohr, geht auf. Und Herz. Gedreht übrigens in Brooklyn, Sie haben es vielleicht erkannt, für 3 Millionen Euro. In Berlin, in unserer fantastischen, pulsierenden Hauptstadt, gibt es jetzt eine Fahrschule, speziell für homosexuelle und lesbische Mitbürger. Und Mitbürgerinnen. Ja klar, muss man ja auch sagen, nur eben Mitbürger. Und mit Bürgerinnen. Das heißt in der Fahrschule Far Out. Far Out können Menschen in einem homofreundlichen Ambiente machen. Fragen Sie mich nicht, wie das aussieht. Ja? Aber das heißt, eine schwule Autofahrstunde erkennen Sie daran, dass Fahrlehrer und Schüler gegenseitig den Arm umeinander legen. Und man wird sich wirklich fragen, entschuldige mal, Fahrschulauto, ist das jetzt der Ledersitz oder schon der Fahrschüler? Ich frage mich, lernen homosexuelle Mitbürger leichter Autofahren? Ich glaube ja, denn die alte Regel, Innenspiegel, Außenspiegel, Seitenblick, das kennen Sie ja schon abends aus der Toilette in der Bar. Innenspiegel, Außenspiegel, Seitenblick. Und der häufigste Spruch ist, so Olaf, jetzt rechts ab und dann Vollgas nach Köln. Ja. Hier
Ich glaube, das wird der neue Witz in der Berliner Fahrschule. Sag mal, hast du deinen Führerschein bei der Schwulenfahrschule gemacht? Und den sympathischen Taxifahrern mit Herz. Sie wissen noch nicht, wo es in den Urlaub hingehen soll. Wir haben für Sie einen Werbespot, der Ihnen sagt, Mensch, mach doch mal Urlaub, wo vielleicht schon mancher war, aber noch kaum einer richtig davon berichten konnte. Sind Sie in letzter Zeit extrem lethargisch? Möchten Sie den ganzen Tag nur vor sich hindösen? Sind Sie tot und stinken schon ein bisschen? Na dann kommen Sie zu uns ins Jenseits. Fun, Action und Erholung total. Für jeden ist etwas dabei. Wippen, der ideale Ausgleichssport für Stressgeplagte. Bringt den Kreislauf in Schwung. Schaukeln, ein ganz besonderer Kick. Macht einfach Spaß und gute Laune. Ping-Pong, bei einer fröhlichen Partie einfach mal die Alltagssorgen hinter sich lassen. Rutschen, ja, das geht richtig ab. Juchhe! Natürlich können Sie auch einen tollen Ausflug in die reizvolle Umgebung unternehmen und danach so richtig schön in der Sonne relaxen. 5 Millionen Jahre lang. Ist Ihnen diese Seite des Ablebens zu gemütlich? Dann haben wir für nimmermüde Partylöwen unser Keith Richards Paket im Programm. Langjährige Lieferanten garantieren für die Qualität unserer Produkte. Lassen Sie sich von einem zünftigen Trip antörnen. Geben Sie Ihrem Affen mal so richtig Zucker. Feiern Sie in geselliger Atmosphäre bis zum jüngsten Tag. Ja, im Jenseits geht so richtig schön die Post ab. Zögern Sie nicht länger. Buchen Sie jetzt! Die Anreise per Bus, Bahn oder Flugzeug gestaltet sich unkompliziert. Einfach mal die Seele baumeln lassen. Sie haben es sich verdient. Sind wir hier dabei zu überlegen oder wie man auf gut Neudeutsch sagt, sind wir hier am Überlegen. Wie könnten wir unsere sympathische kleine Familienshow noch familiärer, noch mehr fürs Herz gestalten? Wir haben eine großartige Band, meine Damen und Herren, mit Helmut Winzer Zerle, die uns seit mittlerweile 601 Sendungen hier jeden Abend rhythmisch in den Abend begleitet. Aber ich muss ehrlich sagen, mir als Freund Österreichs, unserem Liebling des Monats Juni, ja, Österreicher hier? Ja! Ja, küsst die Hand eine. Woher? Salzburg. Wo? Salzburg, habe die Ehre. Ja. Salzburg. Also ich habe mir gedacht, wir brauchen es ein bisschen kuscheliger, ein bisschen gemütlicher. Und ich brauche hier irgendwie Musik fürs Herz am Schreibtisch. Und meine Damen und Herren, was gibt es Schöneres als eine Glas-Wasser-Harmonika? Ich hoffe, dass man das so nennt. Ich habe es kürzlich bei meinem nächtlichen meditativen Spaziergang in der Fußgängerzone entdeckt und habe gesagt, dieser Mann muss hier im Fernsehen für Sie und auch ein bisschen für mich Melodien spielen, die zu Herzen gehen. Begrüßen Sie bitte unseren neuen Glas-Wasser-Harmonika-Virtuosen Peter Spatina. Peter, herzlich willkommen. Guten Tag, guten Abend. Guten Abend. Peter, das ist eine wunderbare Sache und das ist toll. Der Glas-Virtuose begrüßt einen schon mit abgestrecktem Finger, denn der ist ja schon natürlich vorbereitet für das Konzert. Ich würde sagen, als erstes für unsere Österreicher vielleicht eine der weltberühmten österreichischen Melodien, die einen Film untermalt hat, der in Wien spielt, der berühmte Film Der dritte Mann. Sie wissen, ursprünglich auf der Zither. Wie heißt das Instrument, was Sie spielen? Glasharmonika. Glasharmonika. Aber jetzt? Glasharfe, Glasharmonika. Glasharfe, Glasharmonika, glasklar. Und jetzt aber, das berühmte Thema von Anton Karas. Und ich werde nachher ausführlich darüber erzählen, wie es Anton Karas mit dieser Musik ergangen ist. Denn er hat, glaube ich, vergessen, sich die Rechte so richtig zu sichern. Wissen Sie, überall hört man dieses Thema. Und er hat einmal 3 Mark gekriegt und andere haben damit Milliarden verdient. Aber dazu später mehr. Jetzt wollen wir uns einmal in diese, noch nicht anfangen, ich sag gleich. Jetzt wollen wir uns einmal in diese Stimmung versetzen lassen. Wien, die Gewölbe von Wien, die Abflussrohre. Es stinkt ein bisschen. Orson Welles hat sich ja während der Dreharbeiten zum dritten Mann Parfüm in die Wiener Kanalisation sprühen lassen, sonst hätte er es gar nicht ausgehalten. Ja? Und später dann auch oben in den Straßen. Alles. Er muss halt psch, 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 psch. Nun aber genug der dürren Floskeln und der sinnlosen Schwafelei. Jetzt, meine Damen und Herren, auf der Glasharmonika das weltberühmte Thema zum Film Der dritte Mann von Anton Karas, gespielt von Peter Spatina. Wow, Dankeschön.
schön. Charme? Waren Sie schon mal in Wien aufgetreten? Nein. Noch nie. Ich bin überzeugt. Dankeschön. Es könnte eine Attraktion auf dem nächsten Opernball werden. Was, können Sie auch so auf Zuruf spielen, wenn ich zum Beispiel sage, eines der Großen, der ja im August auch schon wieder, glaube ich, 30. Todestag hat, so lange ist er noch nicht tot, aber Elvis Presley. Sie wissen, zum Schluss hat er sich 27 Sandwiches mit dem Chat kommen lassen. Und Love Me Tender, können Sie das auch spielen? Aber das singe ich so gerne mit. Also nicht direkt, ich summe mehr so mit. So. Da fällt mir jetzt das auf, das fängt ja genauso an bei Ihnen wie der dritte Mann, ne? Okay, nee, das ist ja virtuos. Okay, nee, ja, okay, aber es ist, machen wir anders, okay. Wow. Love me. Entschuldigung, das hat mir jetzt nicht gefallen, wie Sie die Träne weggewischt haben. Spiel sie nochmal ohne diese Träne. Die Träne war ein bisschen zu sentimental. Ja. Ich glaube, ohne geht es mir zu Herzen. Das passt nicht hier. Also, okay. Naja. Nein, mit dem Anfang. Und da kommt bei Elvis am Schluss das Wort. Elvis hat auf der Gitarre noch dieses Bam, 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 Bam. Auf der Gitarre. Bam, 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 Bam. Nee, nicht. Das ist großartig, wie Sie das machen. Danke. Peter. Sie bleiben hier den Abend über und immer, wenn uns nach Musik dürstet, ja? Dann werden Sie uns ein kleines Stückchen spielen. Nachher kommen ja auch unsere beiden Gäste, die ja schon taub sind, weil sie mit Techno aufgewachsen sind. Okay. Unter, 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 unter. Und da wollen wir mal sehen, wie die auf diese tolle Musik reagieren. Das können Sie auch so einen leichten Teppich drunter legen? So, wenn zum Beispiel jetzt die nächste. Jetzt geht es um unseren Bundesfinanzminister, der nimmt uns alles Geld weg. Wow. Ja? Können Sie das so ein bisschen einfach so improvisiert so drunter legen? Ja, diese Musik werden sich bald viele nicht mehr leisten können. Denn Hans, ich nehme die Kohle weg, Eichel schlägt zu. Zusammen mit Walter, entweder du machst dir eine Privatrente oder Sie, meine Damen und Herren, sorgen für uns vor, dass uns schwarz vor Augen werden könnte. Viele Bundesbürger. Viele Bundesbürger sind irritiert. All my dreams fulfilled. Viele Bundesbürger wissen gar nicht, was kommt denn jetzt bei diesen ganzen Steuerreformen alles auf uns zu. Zum Glück gibt es ja unsere Show und wir sagen Ihnen, was Sie nach dieser brutalen Steuerreform erwartet. Das ist Bundesfinanzminister Hans Eichel, der Mann, vor dem ganz Deutschland zittert. Denn er geht uns nicht nur ans Eingemachte, nein, er will auch unser ganzes Geld. Hier seine radikalen Sparpläne im Einzelnen. Bewirtungskosten sollen nur noch bedingt steuerlich absetzbar sein. So sind zum Beispiel Geschäftsessen, die lediglich dem Zweck dienen, die Kleine flach zu legen, komplett von einer Steuerbegünstigung ausgeschlossen. Darüber hinaus sollen für Berufstätige über 92 ab sofort monatlich nur noch 40 Käse-Sahnetorten absetzbar sein. Zwielichtige Swingerclubs, in denen zum zügellosen Partnertausch nur alibimäßig Speisen gereicht werden, fallen rigoros Hans Eichels Rotstift zum Opfer.
Außerdem sind pro Geschäftspartner nicht mehr als 6 Mahlzeiten zugelassen. Und Mahlzeiten, die so, so oder so aussehen, sind sogar streng verboten. Geschätzte Einsparung 18 Milliarden Mark. Beispiel Sport. Hans Eichel reduziert die Bundesliga von 18 auf 16 Vereine. Bundesligastädte unter 200.000 Einwohnern wie Ulm oder Wolfsburg spielen ab sofort wieder in der Regionalliga Ost-Nord-Ost. Geschätzte Einsparung 800 Mark. Beispiel Urlaub. Hier hat Hans Eichel für alle Bundesbürger ein striktes Reiseverbot erlassen. Wer trotzdem auf seinen geliebten Strandurlaub nicht verzichten will, soll stattdessen bei sich zu Hause so lange graben, bis er auf Grundwasser stößt. Geschätzte Einsparung für den Staat 25 Milliarden Mark. Beispiel Sexindustrie. Hans Eichel hat einen sofortigen Produktionsstopp von Stimulanzien jeder Art erlassen. Stattdessen wird jeder deutsche Mann 2-mal im Monat an einen Apparat angeschlossen, mit dem er der Arzthelferin durch den Kittel gucken kann. Das soll reichen. Geschätzte Einsparung 43 Milliarden Mark. Doch am schlimmsten trifft es wieder einmal die Rentner. Nicht nur, dass ihnen ab sofort per Erlass vor der Supermarktkasse das gesamte Kleingeld abgenommen wird, auch die drastische Anhöhung der Katzenfutterabgabe ist in Eichels Ministerium längst beschlossene Sache. Doch nicht nur das. Für Senioren ist außerdem stundenlanges Rumsitzen ab sofort verboten. Bei Verstoß findet zunächst der sogenannte Schrankwandparagraf Anwendung und wer dann nach einer 4-wöchigen Frist immer noch kein sinnvolles Hobby nachweisen kann, für den kommt der Abrissbirnenerlass zum Einsatz. Geschätzte Einsparung 35 Milliarden Mark an Rentenzahlungen. Finanzminister Hans Eichel, ein Mann mit Mut zu unpopulären Entscheidungen und jemand, der bei sich selbst mit dem Sparen anfängt. Bei seinen Klamotten. Allein das konsequente Auftragen seines psychedelischen Second-Hand-Sackos von 1973 entlastet den Fiskus um jährlich 3 Millionen Mark. Hut ab, Herr Eichel. Ich hoffe, Sie konnten das mitschreiben. Ich kann schon viel, oder? Gilt natürlich auch für Musiker. Sind Sie noch hier in Köln jeden Tag in der Fußgängerzone? Nee, so Freitag, Samstag. Aha. Ab und zu, aber jetzt nicht so oft. Jetzt nicht so oft. Aber es ist jetzt eigentlich Sommer seit gestern. Ne? Ja. Aber nur auf dem Kalender. Ich meine, das ist eine Floskel, aber es ist ja wirklich so. Ja? Es ist doch viel zu kühl für die Jahreszeit. Und ich finde, es ist zu frisch. Kühl wäre vielleicht falsch, aber frisch. Es ist zu frisch für die Jahreszeit. Aber wir haben etwas, was von innen heraus wärmt, nämlich unsere Fäsche. Und, so wirklich, und heute besonders sommerlich Fäsche. Mitzi mit unseren Bauernregeln. Hallo Mitzi! Hallo Mitzi! Schön, dich mal wieder zu sehen. Wir sehen dich ja immer nur, wenn die Jahreszeiten wechseln. Ja, schade. Ne? Schade. Im Frühjahr warst du da, jetzt bist du im Herbst, im Sommer da, dann im Herbst und dann schon, wenn es schneit, im Winter. Ja. So ist das im Jahr. So, hier haben wir eine wunderbare, das ist aber was Schönes, das ist, glaube ich, ein altes, ein Blumentopf. Und da steht eine Bauernregel drauf, die, glaube ich, viele begeistern wird, jetzt in diesen schönen Tagen. Hängst du im Sommer auf der Schüssel, kam das Hähnchen wohl aus Brüssel. Nett, oder? Ja. Das ist schön. Sie wissen, Bill Clinton war ja hier in Köln und er war so begeistert. Er hat geschrien, ich bin ein Kölsch schon am ersten Abend. Und das hat natürlich in Köln sofort Reaktionen gezeigt. Trinkt der Bill viel Kölsch vom Fass, macht's auch mit Hillary wieder Spaß. Mein Wirbel, entschuldige, kannst du mir mal den Teller bitte rausholen? Nee, den hier meinte ich. Aha. Danke dir. So blöd. Es zieht hier so. Bei unserer 80 Jahre alten Klimaanlage. Ah, das ist auch was Schönes. Das mit goldenen Buchstaben. Ist das Freibad voll wie nie, läuft Wimbledon im PTV. Ja. Das können Sie nachher noch mal hören. Und hier ist mal das. Ich muss gucken. Nein, ich zeige Ihnen erst das hier. Und so, schauen Sie. Hier. Kippt Kaiser Franz von der Empore, gab es in der Nachspielzeit 2 Tore. Ja. Das kann ich.
Und das, meine Damen und Herren, Tour de France, wer kennt sie nicht? Weiß gar nicht, wer dieser überhaupt fährt. Für die Küche zu Hause. Sind die Pröbchen leuchtend grün, dann war es Team Telekom Urin. Mitzi, tausend Dank, bis alles spätestens zum Herbst. Alles. Unsere Mitzi, meine Damen und Herren. Die Messe entspannt. Mein erster Gast, meine Damen und Herren, ist weit gereist im deutschen Fernsehen. Erst war er der Frauenschwarm in Verbotene Liebe. Dann gastierte er im Vox Reisemagazin rund ums Mittelmeer. Und seit kurzem präsentiert er in Sat.1 das Action-Magazin Action, geschrieben Action. Aber nicht Action, sondern AXN. Herzlich willkommen, Hakim Messiani. Bitte schön. Harald. Peter Hakim. Grüß dich, tolle Musik. Das war wie ein Violinkonzert für drei. Ein Traum. Ja. Aber das Exen, AXN, das ist nicht bayerisch oder österreichisch, das ist halt, du weißt. Exen. Drei Buchstaben A, wie das gute ja, A. Das gute, ja. Das gute. X. Ja. X, wie sagen wir mal, Exen. Ja. Und N wie. Notdurft, notgeil, wie du willst. Das alles wird angesprochen in dieser Sendung. Und wenn man auf das alles steht, endlich mal eine Show für mich. Ja. Wie sprechen wir das aus? Action oder Achsen? Oder Action? Ja, normalerweise kannst du sagen, wie du willst, weil AXN, du kommst nie auf Action eigentlich. Ja. Also auch wenn du es Englisch aussprechen würdest. Ja. Aber ohne Zähne geht es schon, ohne Gebiss, wie du ja. gesagt hast. Wir begrüßen den Zuschauer. Willkommen bei Action. Action. Bei Action. Action. Ja. Erst wenn sich viele fragen, Hakim, was ist das für ein Name? Der ist arabisch, liegt an meinem Vater, der kommt daher, ja. ist also Algerier. Ja. Und den Namen kennt man aber schon als Deutscher auch. 1957, ein Film mit wem in der Hauptrolle? Ein deutscher Spielfilm. 1957? Ja, O.W. Fischer. Oh, der große Ludwig II. Darsteller und Katzenfreund vom Lago Maggiore, O.W. Fischer. Ja. So viel weißt du. Natürlich, wir haben früher die Filme mit ihm angeguckt zu Hause. Er war ja der große Partner von wem? Uschi Glas, nein. Nein. Warte mal, nicht sagen. Ruth Leuwerig. Natürlich. Die mal mit wem verheiratet war? Mit Dietrich Fischer-Dieskau. Nein, Dietrich Fischer-Dieskau. Dietrich Fischer-Dieskau. Okay. Dietrich Fischer-Dieskau, Ruth Leuwerig, O.W. Fischer und nun zu dir. Wie war eigentlich, erzähl das nochmal ganz kurz. Bist du musikalisch? Sehr, unbedingt. Wirklich wahr? Singst du auch? Das nicht, aber ich bin aufgewachsen mit Blockflöte und Klavier. Also richtig solide Hausmusik, ja? Ja. Nochmal ganz kurz, wie war dein Ausstieg aus Verbotene Liebe? Kurz, knackig und ich bin weg. Bist du tödlich verunglückt oder was? Nein. Nein. Geheiratet und ab nach Dubai, so wie es auch im normalen Leben. Geheiratet und ab nach Dubai, das heißt, man lässt sich die Möglichkeit offen, dass du eventuell wieder mit dabei bist. Nein, ich glaube, ich weiß nicht, aber... Von dir aus keine Sehnsucht dahin, du bist so zufrieden mit... Ja, im Moment, Achsen bin ich soweit unbedingt zufrieden, ja? Ja. Und nein, im Moment, ich fühle mich wohl, also ohne Soap. Ja. Es geht auch ohne. Wie viel Zeit hängt ihr da dran? Ich meine, das ist ja 6 Tage die Woche. Ja. Ja. Musst du viel reisen, wo diese Extremsportarten stattfinden? Was ist da zum Beispiel Bungee-Springen? Wahrscheinlich noch das harmloseste. Ja, ich war zum Beispiel gerade in Österreich, war ich gerade am Wochenende, am Attersee, in der Nähe von Salzburg. Ja? Ja. Und da gibt es einen Freitaucher-Weltrekord. Freitaucher? Also ohne Pressluft in die Tiefe, 77 Meter. Und der Mann hat es geschafft, hat einen Weltrekord aufgestellt und hat mich mitgenommen sogar. Ja, wohin? Unter Wasser? Nach unten, genau. Du warst 77 Meter unter Wasser? Ich nicht, dann eher. Mensch, eher. Nein, er war unter. Er hat erst geschafft, diesen Weltrekord. Ja, was heißt, er hat ihn mitgenommen? Lüg nicht. Na, ich sag dann nur eins. Ich sag dann, er hat mich mitgenommen, 8 Meter in die Tiefen. Wie war das? Es war für mich. Luft war knapp, auf jeden Fall. Ja, auch ohne Sauerstoffgerät? Ja, ja, aber 8 Meter ist natürlich nichts. Also 8 runter, 8 hoch sind 16. Ja. Und dann kam ich auch hoch und hab dann erstmal. Es war bedenklich für mich. Für ihn war es ein Witz. Er kam 2 Minuten später hoch. Der kann 6 Minuten die Luft anhalten. 6 Minuten Luft anhalten. Unglaublich. Und über solche Leute berichtet ihr? Sowas. Ja. Wo noch? Ich meine, Österreich, okay, da muss man jetzt, das ist ja nicht so weit. Kommst du auch auf die Galapagos oder nach Mexiko? Nein, oder? Vielleicht geht es ja nicht. Weißt du, ja, bei Sat.1, da muss man schon ein bisschen sparen. Aber wir haben tolle Ziele. Wir haben zum Beispiel Formel 1. Ja.
Da gibt es diesen Zweisitzer von McLaren, weißt du? Mit Martin Brundle am Steuer. Da fahre ich mit auf Mallorca im nächsten Monat. Wo fahrt ihr denn da auf Mallorca? In der Stadt? Ich fahre schon am Ballermann vorbei oder keine Ahnung. Hey, Mädel. Ja. Aber mit dem Wagen, da geht's natürlich, läuft einiges einfacher. Sag mal, was mir auffällt, du hast ja unfassbar blaue Augen. Sind die echt oder sind das Linsen? Ja, es sind schon Linsen, aber wenn du genau schaust, keine Farbe. Guck mal. Es sind, wie sagt man da? Transparent. Transparente Linsen. Danke. Transparente Linsen. Warte, man muss aufschreiben. Transparente Linsen. Schlag mal nach da im. Nee, ich schreibe mir die. Wichtige Sachen schreibe ich mir. Ich schreibe mir jetzt wichtige Sachen auf, wie vergisst es so viel. Weißt du? Ja. Transparente Linsen. Wie stark bist du kurzsichtig? Ich habe minus 2,2 Dioptrien. Und ist für Leute. Nicht. Ja. Was hast du? 5,75. Ehrlich, auch Minus. Also ist ja beständig Minus. Auf beiden Augen, Verkrümmung, Ablösung. Das habe ich im Fußbereich. Also das, was du mit den Augen hast, habe ich mit den Füßen. Ich habe so Senkspreiz, Knick, Platt und Schweißfüße. Ja? Dabei sieht man das gar nicht. Du wirkst ja wahnsinnig durchtrainiert und schweißig. Du bist ja eigentlich auch Model. Ja? Ich habe es mal gemacht. Ja. Also neben der Studienzeit. Was hast du studiert? Sportwissenschaft und Journalistik. Und das ist das Wichtige, abgeschlossen. Kids! Nicht mit der Mutter in die Eisdiele, dann für die Soap entdeckt und alles hingeschmissen. Abgeschlossenes Studium. Wann abgeschlossen? Ja? Vor 2 Jahren, 97. Was ist das dann für ein akademischer Grad? Diplom. Diplom. Das heißt, du könntest Lehrer werden? Oder? Nein, um Gottes Willen. Nein, könnte ich nicht. Dürfte ich gar nicht. Sportjournalist? Ja. Du bist ein Typ für TM3, finde ich. Ehrlich? Ja. Na, wirklich. Bist du Fußball interessiert? Ja, ich bin schon interessiert, aber nicht fanatisch, obwohl Neu-Ulm aufgestiegen ist. Ulm ist aufgestiegen. Neu-Ulm bin ich geboren. Was hast du als Model gemacht? Bist du gelaufen auf Modenschauen? Hast du Fotos gemacht? Nee, mehr so die Fotogeschichte. Foto und ein bisschen Werbespots, sowas. Ich bin angesprochen worden übrigens, ob ich Werbung für Hundefutter machen möchte. Da war ich irgendwie 17. Ja. Und die erste Frage war natürlich, als was? Als Herrchen? Oder bin ich als eingeladen worden als Herrchen? Ja. Und hab denn da als Schülerjob, Wahnsinn, halber Tag, 300 Mark. Nicht schlecht. Du hast es gemacht? Ich habe es gemacht, natürlich. Wurde das ausgezeigt? Natürlich, ja. Das wurde, aber es war 1986, 87. So lange bist du schon im Geschäft? Das waren so die ersten Hundeschritte sozusagen. Ja. Und dann ging es halt so ein bisschen weiter mit 600 Mark am Tag, zwei halbe Tage, zweimal 300, 600. Und dann hat es ein bisschen größere. Ich konnte also neben dem Studium sozusagen ein bisschen arbeiten und habe damit mein Geld verdient. Und zwar auf eine tolle Art. Du bist auch rumgekommen. Du hast einen der großen Modefotografen kennengelernt, Herb Ritz. Herb Ritz. Wo war das? Das war in Miami. Oh, in Miami. Da, wo wir immer gerne Urlaub machen. Aber es war... Be careful. Also, wie war das? I'm gay and I'm in love. Das ist Miami eigentlich. I'm gay and I'm in love. I'm in love and I'm Herb Ritz. Das ist... Nein, da war ein Casting halt bei ihm im Hotel. Ja. Warum lachst du? Weil es eher ungewöhnlich ist, so ein Casting im Hotel. Im Hotel? Du weißt Casting, wo man hinkommt, sich die jungen, knackigen Dinger ankommen lässt und dann eben halt die Bücher sich anschaut und vieles mehr. Und es war halt so, dass wir standen in einer langen Schlange vor der Hoteltür. Lauter Männer? Lauter junge Männer. Und der erste wurde reingelassen, empfangen von Herb Ritz, Tür ging zu und wir haben gewartet und gewartet und es passierte nichts. Ja. Und ich war der Zweite, kam noch eine halbe Stunde rein und der junge Mann kam dann raus mit verdrehten Augen. Und Herb Ritz mit einem Lachen auf dem Gesicht. Und das heißt, die Dusche war voller Dampf. Die Dusche war voller Dampf? Ich habe überlegt, was kann da passiert sein? Die Dusche war voller Dampf. Ja. Der Typ hatte verdrehte Augen. Und Herb Ritz hat gelächelt. Oder es sah aus wie ein Lächeln. Was kann da passieren? Ich weiß es auch nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Was passierte, als du reinkamst? Ganz genau. Ich war natürlich froh, dass er schon alles hinter sich hatte, scheinbar. Und dann wurde halt das Buch, was ich angeschaut, gefragt, ob der Knopf nochmal geöffnet werden könnte, damals mit einem Hemd bekleidet. Yeah. Please open the button. Ja. Wie ist Herb Ritz so cool und so liegt er so auf der Couch und sagt, hey man, open the button. Nein, ein bisschen weicher alles eher so. Open the button, please. Ja, genau. Ja. Und dann? Dann wurde der Knopf geöffnet. Ja. Und fürs Foto, fürs Polaroid, weil er wollte natürlich sehen, ob man da irgendwie... Das macht ein Assistent. Nein, das war der. Das war ja nur Herb und ich. Yeah, give it to me. Herb und ich. Ja, und dann? Wurde fotografiert und dann wieder nach Hause geschickt. Das war's? Das war's. Es waren 5 Minuten, ach noch nicht mal, 2 Minuten mit Herb. Aber mehr war nicht. Er hat dich aber nicht irgendwie versucht zu küssen oder in die Dusche zu drängen oder was. Ich musste die Dusche auffordern. Ja. Wirklich wahr? Ja? Nein, ich bin gleich wieder raus. Und hattest du auch verdrehte Augen? Nee, eigentlich nicht. Mir ist nichts passiert, Mensch.
Ja, gerade deswegen. Ach so, ja, so komisch. Dass man irgendwie reingeht und sagt, jetzt fliege ich den weiten Weg bis Miami und dann, oh, nicht mal in der Dusche fotografiert. Nein, nein. Gut, wie geht's weiter bei dir? Dieses Magazin läuft jetzt ein Jahr, zwei Jahre? Ja, ich bin gespannt. Also das, wie lange läuft der Vertrag? Nein, das ist ja bei uns sowas wie erstmal über die Sommerpause laufen. Ja. Also bis September? Vielleicht auch Oktober, ich weiß nicht. Mal gucken. Ja. Das ist so ein Schleuderstuhl, die ganze Branche. Kennst du ja. Ja, ja. Wobei, auf die Quoten schauen wir nicht unbedingt. Das ist, wie sind die bei euch? Ich habe das lange nicht verfolgt. Sensationell. Wie viel ist es? Ach, wir liegen so bei, wir haben schon mehr als, habt ihr über 7%? Wo, hier? Ja. Du, mich interessiert das schon lange nicht mehr. Ach so, nein. Nein, ich glaube, ihr habt dreimal so viel wie Mallorca, die neueste Daily Soap auf Pro Soapen. Aber das wären ja 4,8 dann. Ja. Hey, sehr gut. Ja. Ja. Nein, wir haben 7,9 heute mal gehabt. Ja, und das ist schon so ein Grund zum und in der Zielgruppe bei den jungen Kaufkräftigen, da habt ihr natürlich genau die Quote, die ihr haben müsst. Das sind die 7,9, genau. Das sind die 7, ach so, das war eine Zielgruppe. Genau, ab 3 geht es dann ein bisschen runter. Ja, genau. Weil die älteren Leute mit Recht, die sagen vielleicht... Mit Action und so weiter ist nicht. Durchhalten kann ich da nur sagen und einfach so spannend die Beiträge gestalten, dass die Leute sagen, Action musst du sehen. Ist das denn für dich so ein bisschen überhaupt extrem Sport? Würdest du auch mal dich bereit erklären, was zu machen, mit mir zusammen zum Beispiel? Da bin ich ehrlich gesagt also überhaupt nicht. Ich bin so ungelenk und so ungeschickt. Ich habe da wahnsinnige Angst. Ja, du musst ja nicht viel machen, du musst ja nur runterspringen. Wenn du stellst dich irgendwo auf die Plattform. Ja, aber das ist mir auch schon alles zu anstrengend irgendwie. Ich sitze lieber hier so ein bisschen so und das reicht mir mittlerweile. Weißt du, einfach so. Ein bisschen auf den Tisch rumklopfen. Ja, und dann sage ich einfach, Peter, möchtest du was von Peter hören? Nein, gerne. Ich habe einen anderen Gast. Nein, entschuldige, das war großartig. Toll. Aber hast du andere Elvis-Songs drauf? Er hat ja andere Elvis-Songs drauf und du kannst gleich hinter den Kulissen raten, welche. Ja. Ja. Jetzt kommt eine charmante junge Frau. Kennt ihr euch? Eben kennengelernt. Aber sehr, sehr, sehr gut aussehende Frau, meine Damen und Herren. Aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Nina Botz. Und das ist Hacke Messiane. Und die Sendung heißt Action jeden Tag. Wie viel Uhr in Sat 1? 19.15 bis 19.45 und am Samstag um 17.10 bis 18 Uhr. Anschauen, mitmachen. Ich drück dich. Danke dir, alles Gute. Mein nächster Gast spielt seit Oktober 1997 die Cora Henze in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Herzlich willkommen, Nina Botz. Peter, Nina, Peter. Ich habe den Hakim gar nicht gefragt, wie er zu Verbotene Liebe damals gekommen ist. Wie bist du eigentlich zu guten Zeiten, schlechten Zeiten gekommen? Ich habe eine Agentur gehabt und die hat mich zum Casting eingeladen. Und dann ging das ganz schnell. Ich war in Hamburg beim Casting, wurde nach Berlin eingeladen. Ja. Und eine Woche später hatte ich schon eine Wohnung, einen Job, war fertig mit der Schule, eine eigene Wohnung. Bin von Hamburg nach Berlin gezogen. Das schaffen die anderen im ganzen Leben nicht. Fertig mit der Schule, Job, Wohnung von Hamburg nach Berlin. Was kann denn da noch kommen? Wohnst du alleine in Berlin? Nee. Mit deinem Freund? Nein. Mit deiner Mutter? Nein. Mit einem Haustier? Nein, ich weiß es ja, du wohnst mit Nadine Demel. Und das ist ja das Tolle. Nadine Demel ist auch in guter Zeit, in schlechten Zeiten dabei. Ja. Wen spielt sie? Nathalie Jäger. Aha, und ihr seid Rivalinnen. In der Serie? In der Serie. Nein. Nein. Privat auch nicht. Auch nicht. Ihr versteht euch prima? Ja. In der Serie besser als privat? Nee, in der Serie hatte ich was mit ihrem Freund. Und wie ist das privat? Nee, anders. Ihr wohnt also in einer Zwei-Frauen-WG. Ja. Was für eine WG ist das? Schmuddelig? Sehr, sehr schmuddelig. Wirklich? Ja, sehr. Drei Zimmer. Ja. Alle total wüst, vor allem die Küche. Wie sieht die Küche aus? Nachdem ich gekocht habe, scheiße. Wirklich wahr? Ganz schlimm. Ja, das wir sind einfach immer so faul. Wir kochen abends, essen, Fernsehen, schlafen. Na, Text lernen, aber dann schlafen. Ja. Und wir kommen einfach zu nichts. Und wir lassen es so lange stehen, bis es wirklich nicht anders geht. Ja. Was kocht ihr da? So italienisch, so Spaghetti, was man als junge Frau kann? Oder inzwischen kann ich fast alles kochen. Was kochst du am liebsten? Italienisch, mexikanisch, chinesisch, japanisch. Auch mal braten, das, Nachtisch mache ich am liebsten. Das sind diese Essen, die keiner kontrollieren kann, ja? Nee. Uah, was ist das? Das ist mexikanisch. Schicks, wenn es einfach ein bisschen zu scharf wird, das ist Nicole, die kann ganz toll würzen und so. Ja. Nee, ich mag scharfes Essen. Ja, ja. Es ist großartig, aber ich vertrage es nicht mehr. Ich habe ja Refluxösophagitis. Was ist das? Das heißt, mir kommt nachts der saure Speisebrei wieder hoch und ich glaube, es ist sehr, sehr... Sodbrennen? Sodbrennen wäre eine Verbesserung. Nein, es ist schon...
Nein, nicht Völlegefühl, es ist einfach, du warst auf und du hast sauren Brei im Mund nachts. Ja. Ich dachte, es geht erst mit 70 los. Das dachte ich auch, aber manche kommen früher, dieser Film mit Marilyn Monroe. Ja. Wie ist das jetzt? Dann sitzt ihr also zwei attraktive junge Frauen mit super lecker tollem Essen, mhm, ja, auf dem Bett und guckt Fernsehen. Auf dem Sofa. Auf dem Sofa. So richtig, ja, hingekuschelt? Na, hier jeder mit einer Bettdecke, in Pyjama oder Nachthemd mit ganz viel leckerem Essen. Sag ich doch, ganz, ja, viel leckeres, ja, Essen. Ja, und was guckt ihr dann an im Fernsehen? Gute Zeiten. Okay, aber das ist ja irgendwie relativ früh fertig. Wir sind ja meistens erst später. Meistens schauen wir ein Video an. Was guckt ihr dann zum Beispiel? Ach, Liebesfilme. Nein, alles Mögliche. Ich mag alle möglichen Filme. Aber mehr so romantisch? Nö. Nee? Nö. Hast du einen Freund? Ja. Lebt er auch in Berlin? Nein. In Hamburg? Ja. Wie oft seht ihr euch? Nicht oft. Ist das nicht schwierig für so eine junge Partnerschaft? Ja. Ich meine, ja, ich frage jetzt einfach, wer das ist. Nein, ich bin nicht verheiratet, aber ich habe drei Kinder. Drei? Ja, drei. Und ich lebe sozusagen in einer festen Partnerschaft. Mhm. In meinem Alter, weißt du, da ist man... Okay, ich war Wie früher alt sind die Kinder? Ich war früher auch viel auf der Piste. Hm? Wie alt sind die Kinder? Die Kinder sind 21, 17 und 2 Monate. Echt? Ja. Oh. Sie kamen sehr kurz hintereinander. Alles Gute. Bitte? Ja. Herzlich. Nein, sie sind 5, 3,5 und ein halbes Jahr. Möchtest du auch Kinder haben? Ja. Ja. Wann? Wenn es passiert. Nein, ich habe nichts gesagt. Lass uns über morgen sprechen. Ja. Nein, ich frag das deshalb. Mein, ihr Soap. Bei diesen Soaps, da ist es ja häufig so, dass man sich in den Partner verliebt. Ja, Rainer Meifert zum Beispiel, dem es immer wieder gut geht. Ja? Mhm. Ich habe ihn gestern Abend getroffen, zufällig. Ja. Und es geht ihm wieder gut. Und er ist mit Simone Hanselmann zusammen. Und ich meine, das ist ja ständig eigentlich jeder mit jedem irgendwie zusammen. Ist da nicht die Gefahr, dass man sich irgendwie ineinander in den Partner verliebt und dann den Freund, ich will nicht sagen vergisst, aber nicht mehr erkennt, wenn er klingelt? Nö, mir ist das nicht passiert. Nee. Nö. Also das? Noch gar nicht. Noch gar nicht. Wie alt bist du? 21. Du? 42. Da fällt mir auf, ich könnte dein Vater sein. Ja, nee, mein Vater ist ein Tick älter. Ja? Ja. Als ich? Ja. Wie alt? Ja, 49. Naja, ein Tick ist gut. Ja, gut, aber in diesem Alter tickt das ja alles langsamer, weißt du? Und dann ist es schon richtig. Kennst du eigentlich dieses Lied Veronika der Lenz ist da? Mhm. Wollen wir es hören? Soll Peter das mal spielen? Ja. Peter, könntest du einmal spielen Veronika der Lenz ist da? Das heißt, das Lied heißt nicht Veronika, der Lenz ist da. Wie heißt das Lied? Veronika, der Lenz ist da. Die Vögel singen. Natürlich. Veronika, der Lenz ist da. Na los, 1, 2, 3. Peter spielt jetzt. Veronika, lalala, Frühling. Das war's für heute. Alles Gute für dich. Danke, du bleibst weiter dabei in dieser Serie. Natürlich. Ich bleib weiter dabei. Es läuft ja prima. Ja. Was ist, ist dein Mikro verrutscht? Das ist nein, überhaupt nicht. Du hast nur so dahin gesprochen. Nein, aber ich dachte, das Mikro wäre verrutscht. Nein. Ja. Nina, alles Gute. Grüße an die Kollegen. Dankeschön. Peter, ciao.